Ja, herzlich willkommen zu unserem Demo-Let's Play zu Beyond Two Souls. Ich bin Rektalin, ihr schaut wieder Games.io. Heute Morgen bin ich aufgewacht, hatte eine E-Mail im Postfach, habe einen Code für die Demo bekommen. Muss sagen, mega, mega geil, überhaupt nicht damit gerechnet. Präsentieren tue ich es euch heute sofort, deswegen bam, los, bestätigen und ab geht die wilde Hatz. Bin begeistert. Ich kann nur sagen, hübsch. Gehen wir mal mit das Experiment los. 180 Grad Drehung anvisieren, nach unten, nach oben. Zu Jody wechseln, bewegen, bla bla bla. Zu Aiden wechseln, umsehen, interagieren, bewegen. Okay. Bin ich mal gespannt. Das finde ich jetzt optisch nicht so geil, aber mal gucken. Da bist du ja. Na, wie geht's dir heute, Jody? Gut? Ich störe dich nicht gern beim Spielen und so, aber ich glaube, es wird Zeit, Süße. So hoch, okay. Komm, Kleine, zum Spielen hast du doch nachher noch Zeit. Nerv mal nicht. Okay, also man macht alles über den rechten Stick. Logischerweise zum Aufstehen einfach nach oben drücken. Zum etwas Aufheben nach unten drücken. Kamera lässt sich nicht frei bewegen. Animation finde ich ganz so in Ordnung eigentlich. Ich glaube, der will, dass wir mit ihm kommen. Also ich denke, es ist voll und ganz auf Inszenierung hier zumindest. Dann können wir halt mit. Soll der Scheiß. Okay, Nathan wartet auf uns. Ah, nach rechts. Okay, warum nach rechts? Macht keinen Sinn. Vor allem nimmt sie die linke Hand. Hi Cole. Hey Alan. Er ist fast fertig. Er war vor zwei Wochen fertig. Okay, mal gucken, ob wir auf Aiden wechseln Süße. Können. Du siehst hübsch aus heute. Ja, danke. Jody. Wochenende soll es regnen. Dieses Jahr regnet es viel. Wir sind da. Irgendein Kerl. Was wird da hingemacht? Da wird rumgeputzt. Halt, Moment, was ist das denn? Babysitting-Dienst heute, hä, Cole? Hahaha, wirklich witzig, Phil. Geh was weiter. Für Ärsche, ey. Hey, Jody. Na, wie war bisher dein Tag? Ziemlich gut. Aber mit ihm redet sie anscheinend. Okay, wir setzen das hier jetzt auf. Ist nicht schlimm. Genau wie eine Krone. Hohoho, ho, ho. Jetzt bist du eine Prinzessin. Was ein Scheiß. Keine Sorge. Es ist alles in Ordnung, mein Schatz. Ich bin nebenan, wenn irgendwas ist, okay? Die original deutschen Synchronsprecher, wie geil ist das denn? Hey Jody, kannst du mich hören? Sagen wir mal, ich weiß nicht. Okay, los geht's. Kathleen ist nebenan. Und sie hat die gleichen Karten wie du. Gut, wir wollen jetzt, dass sie eine Karte zieht und sehen dann, ob du sagen kannst, welche sie gezogen hat. Glaubst du, dass wir... Klar. Redet nicht viel, die Kleine. Gut. Okay, dann geht's los. Erste Karte. Ey, wir sehen, was es ist, Mann. Okay, wir wechseln auf Aiden. Oh, oh. Kommen wir hier hoch? Ah, es ist eine frei im Raum Steuerung. Also hier kann man sich wirklich 3D-mäßig bewegen, wie man lustig ist.
bisschen unscharf, wenn man bei... Was? Geh rüber in den anderen Raum und zeig mir die Karte. Ja, ist ja gut. Alter, was geht hier ab? Puls der Testperson jetzt bei 45 Schlägen pro Minute. Und ein Anstieg der Täterhirnströme auf 4,5 Hertz. Raumtemperatur ist gefallen. 10 Grad. Okay, warte. Ich messe hier ein. Cool. Aiden, lass ihn in Ruhe. Hey, Greg. Hey, wie geil. Alles klar? Boah, da können wir auch was machen. Ja. Was können wir da machen? Okay. Aiden, nein! Hey, was war das? Was man hier alles anstellen kann, ey. Okay, es ist ein Stern. Versuchen wir uns mal... Das ist ein bisschen ungewohnt, muss ich sagen. Hör sofort auf damit, Aiden. Würde gerne die... Okay, ist egal. Können wir wohl nicht. Dann gehen wir wieder zurück. Siehst du die Karte, Jody? Ja. Nächste Karte. Die nächste machen wir mal bewusst falsch. Das probieren wir mal aus. Sie sieht ein bisschen gelangweilt aus, ey. Okay, Viereck. Konzentrier dich, du schaffst das schon. Müssen wir nochmal wechseln? Also das Spiel zwingt auf jeden Fall uns die richtige Antwort zu geben. Ja, an die Steuerung muss man sich erst gewöhnen. Weil es halt wirklich 3D ist. Also du bewegst dich frei im Raum. Das ist ein bisschen ungewohnt. Nächste Karte. Es fühlt sich auf jeden Fall körperlos an mit Aiden. Okay, so. Das ist doch wie als wärst du ein Zirkusaffe oder sowas, ey. So, was hast du für eine Karte? Was ist das? Der Fluss oder was? Okay. Hier kriegt ihr es. Zack, hier, ich bin übernatürlich. Wirklich gut, Jody. Versuchen wir mal was anderes. Was denn? Da sind ein paar Bauklötze auf dem Tisch im anderen Raum. Kannst du die Klötze vielleicht umwerfen? Na klar, ins Gesicht von den Alten. Okay, das ist von einem festen Winkel her. Gut, Jody. Kannst du da drin noch was anderes bilden? Ja, die alte Kuh wahrscheinlich, ey. Also es ist doch vorgefertigt, was man machen muss. Das finde ich gerade ein bisschen blöd. Also zumindest hier in der Stelle. Was hältst du davon, hä? Will das mit der Truller machen? Will es ja zeigen, ey. Ah, das sieht gut aus. Jetzt machen wir es noch mit der Kamera. Oh, eine Flasche können wir auch machen. Das war's. Tut mir leid, aber mir reicht's. Okay, Jody, Schatz, das ist wieder menschlich. Die Tür ist verschlossen. Nein, Kathleen, sie ist nicht verschlossen. Sie klemmt sich ja nur. Ein Moment. Ja? Ganz ruhig, Kathleen. Geh du zur Tür. Wie geil. Du musst jetzt damit aufhören, Jody. Der Test ist vorbei. Du musst... Jody. Ist vorbei, Jody. Ist vorbei. Es wird niemals vorbei sein. Nicht ganz lippensynchron. Ich
Ich glaube, hier kannst du Leuten echt Angst machen. Das ist schon geil. Was jetzt? Wieder? Nach unten, unten? Jody wechseln? Es hat sich nichts geändert. Oh, cool. Das ist so ein schönes Ding. Okay. Okay, cool. Also ihr müsst in die Richtung drücken, wo der Schlag dann gehen soll. Okay. Ausweichen ist nicht gedacht. Doch so. Bereit machen, okay. Oh! Jawohl. Fangen wir nochmal an. Also das Kampfsystem fühlt sich gut an, muss ich sagen. Gut. Sehr nice, ey. Also das war ja cool. Das Kampfsystem fühlt sich echt dynamisch an, muss ich sagen. Du drückst so in die Richtung, wo es gehen soll, unten ausweichen und so weiter und so fort. Sau cool, ey. Oh, die berühmte Zugszene. Also Inszenierung ist halt klasse, ne? Da kannst du sagen, was du willst. Das ist schon geil. Wie die aussieht, voll runtergekommen, wie so ein Hobo. Kommen wir hier in den nächsten Waggon? Ne, anscheinend nicht. Vielleicht können wir nicht so weit von hier weg. Da oben. Wir könnten jetzt halt lauter Quatsch machen. Ne, da kommen wir nicht rein. Der hat einfach nur... Oh, hier können wir wohl rein. Okay, jetzt ist es kalt geworden. Okay. Immer wenn so ein Punkt da ist, können wir mit Aiden interagieren. Ich würde sagen, Aiden hat ein bisschen Spaß. Aber nicht, dass er hier die Leute total ausfreakt. Wie der Regen hier. Guckt euch mal den Regen an. Wie geil ist das denn? Was? Ist der Tür irgendwie aufgegangen oder sowas? Nee, ne? Okay, so weit können wir nicht weg. Gehen wir mal hier hoch. Wieso? Wieso dürfen wir den Zug nicht verlassen? Oh shit, was ist da los? Lauter Bullerei. Fällt mir nicht. Was ich so denke ist, man muss sich ja relativ schnell bewegen und so weiter, damit man mit Aiden halt was machen kann. Weil Jody ist ja... Sieht nicht aus, als ob es jemals wieder aufhört. Ist ja in der Zeit ungeschützt, wenn man es genau nimmt. Brauchen die wirklich so viele Polizisten, um ein Mädchen zu schnappen? Oh, die sind hinter uns her. Das wird eine verdammt große Nummer sein. Ah, so weit können wir nicht. Ich glaube, wir sollten wieder zurück zu Jody. Sie ist von der